Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Frank, mein Kanal heißt auch Frank und ich produziere heute für euch mal ein Video in deutscher Sprache. Wenn ihr die anderen Videos von mir gesehen habt, wisst ihr, dass ich überwiegend in englischer Sprache produziere, um weltweit die Follower zu erreichen. Und ich erzähle euch heute was über dieses Fahrzeug im Hintergrund, den Ford Crown Victoria Police Interceptor. Ich habe immer wieder Anfragen bekommen, auch mal ein bisschen was über das Auto zu erzählen. Wenn ihr die letzten Videos alle gesehen habt, wisst ihr vielleicht schon eine ganze Menge. Und ich werde heute auch mal ein bisschen was erzählen, was vielleicht der Experte schon weiß. Also bitte um Entschuldigung bei den Fans vom Ford Crown. Ich möchte halt auch ein paar Laien hier erreichen heute und denen mal zeigen, was das da im Hintergrund überhaupt ist. Ich habe mir diesen Spot hier bewusst ausgesucht. Ihr seht hier eine Ladesäule für ein Elektrofahrzeug. Hier lade ich normalerweise mein Ford Kona, mein Hyundai Kona. Und ich fand das einen interessanten Kontext, hier diesen Spritfresser im Hintergrund zu haben, an dem Platz, wo normalerweise Elektroautos geladen werden. Okay, gut, was erzähle ich euch? Also erstmal gehen wir zu dem Auto als solches. Das Ganze hier ist ein 2011er Ford Crown Victoria Police Interceptor. Diese Modelle wurden gebaut von 1992 bis 2011, wobei, ich sag mal, das nahe ist ein bisschen mehr gewesen als ein Facelift, die zweite Serie ab 1997 gebaut wird. Also so wie ihr hier sehen könnt, 1997 bis 2011 und ab 2000, das ist das Interessante, also im Prinzip 11 Jahre, konnte man das Fahrzeug als Privatmann gar nicht mehr kaufen. Es wurde nur noch als Flottenfahrzeug produziert für Chauffeurdienste und eben natürlich die Polizei und andere öffentliche Träger. Ihr kennt wahrscheinlich auch die, naja, diese berühmten Bilder von den gelben Taxen in New York, die man so als großes Schwarz-Weiß-Foto bei schwedischen Möbelhäusern kaufen kann, wo dann, sag ich mal, ein Gelbfilter drauf ist. Die gelben Autos, die ihr seht, das sind diese Karren hier. Allerdings gab es den in einer Variante mit etwas längerem Radstand, ich glaube 30 cm, damit der Passagier im Fond etwas mehr Platz hat. Und dann hat man das Modell hier etwas gestreckt und als Taxi verwendet. Was gibt es zu dem Fahrzeug zu sagen? Ja, es ist eins der letzten, wenn nicht das letzte Fahrzeug, ein Full Sedan. Das heißt im Prinzip eine richtig große Karre mit einem Kofferraum. 2011, wie gesagt, wurde die Produktion eingestellt. Man hat auch gleich das Werk in Kanada, wo das Ding gebaut wurde, dann gleich mit abgerissen. Und danach gab es nur noch ein etwas kleineres Modell von Ford, aber nicht mehr diesen Riesenwagen mit dem großen Kofferraum. Der Wagen verfügt über einen 4,6 Liter Motor V8 mit, ich bin der Meinung, 232 PS in diesem Baujahr. Und den werde ich euch gleich dann auch noch mal zeigen. Und ja, die Polizeiversion bzw. die Version, die dann eigentlich nur noch in die öffentliche Hand ging, wurde gegenüber den früheren zivilen Modellen dann noch mit Hochgeschwindigkeitsreifen ausgestattet, mit einem größeren Kühler, ein größerer Getriebeölkühler, verstärkte Stoßdämpfer und so weiter. Ja. Im Prinzip ist das ein Auto, was ja wenig Modernität bietet, dafür aber unheimlich zuverlässig ist. Und das war auch der Grund damals, sich für dieses Modell zu entscheiden. Ihr wisst ja, wenn ihr die Videos von mir gesehen habt, das ist schon der zweite Wagen in der Kategorie. Ich hatte schon mal einen Ford Crown, allerdings von der Los Angeles Police in Schwarz-Weiß mit Blaulicht drauf und allem drum und dran. Und wenn man sich mit den amerikanischen Autos dann beschäftigt, mein Wunsch war es mal V8 zu fahren, kommt man so bei Dodge Charger raus oder auch bei irgendwelchen Chevy-Modellen, Tahoe. Die Motoren haben alle Probleme, verschiedenster Art, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Von der Karre ist eigentlich nichts bekannt, der macht auch locker 300.000 Meilen. Das hier ist das letzte Baujahr 2011 mit 80.000 Meilen. Das ist also einer der Autos, ja, mit dem niedrigsten Meilenstand auf dem Markt, was man überhaupt noch erwischen kann. Und ja, wir gehen mal kurz rum. Also, ich zeige euch den nochmal von innen. Ja, man sieht schon, da ist auch nichts. Hier noch das Spotlight. Wir haben hier die
eine manuelle Klimaanlage. Wir haben ein Radio, was gefühlt aus dem letzten Weltkrieg kommt. Die Sitze sind unheimlich bequem und breit. Man sieht schon, dass die so breit sind, dass die Gurtschlösser mit im Sitz sind. Das kennt man von uns gar nicht. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, hier ist so eine fette Feder hinten drin. Da wahrscheinlich damit die dicken amerikanischen Polizisten mit ihrem ganzen Zubehör am Gürtel ordentlich sitzen können. Das ist ganz schön hart. Mein letzter Vic hatte hier eine elektrische Einstellung, hat er leider nicht. Muss ich mal sehen, ob ich das so lasse. Dann ist es so, dass hier hinten eine Vinylsitzbank dürfte nicht original sein. Man erkennt hier, das kann ich euch nicht zeigen, Abdrücke am Himmel von dem Käfig. Also es ist ein abgerüsteter Polizeiwagen. Man hat wahrscheinlich die Plastikwanne rausgenommen und anschließend hier zum Verkauf diese Vinylbank eingebaut. Komme ich zu dem Thema Polizeiwagen. Das hier ist ein voll ausgerüsteter Polizeiwagen gewesen. Woran erkenne ich das? Wir haben einmal die Löcher im Dach hier für Antenne und das Kabel für die Leitbar, für den Lichtbalken. Auch hier an der Seite sind Abdrücke, daran erkenne ich, dass da ein Lichtbalken drauf war. Hier unter diesen Aufklebern, zu denen ich gleich noch was sage, waren auch Shadows, also Sticker-Shadows, da waren auch große Aufkleber drauf. Es ist halt so, und da komme ich zum Thema mit, was euch wahrscheinlich interessiert, alle Polizeiwagen, die aus den USA rausgehen, werden immer abgerüstet. Ihr kriegt keinen mehr. Alles das, was in Deutschland verkauft wird, auch von Händlern oder ähnliches, wird, also ich habe in den letzten Monaten wirklich viel recherchiert und das ist meine aktuelle Meinung, wird in den USA abgerüstet. Man kauft den dann so und dann hat man das ganze Zeug irgendwo extra gekauft, wie Lichtbalken, Antennen und so weiter und rüstet den dann in Deutschland wieder auf, dass er aussieht wie ein Polizeiwagen. Du kriegst keinen voll ausgerüsteten Polizeiwagen, also mit Lichtbalken und so weiter, aus den USA raus. Selbst das Spotlight hier vorne wurde nachgerüstet und wurde zum Verkauf rausgenommen. Ja? Okay, gut. So viel zum Auto. Ich zeige euch dann nachher nochmal den Motor. Das kann ich auch gleich machen. Und dann erzähle ich euch, was der Spaß gekostet hat. Bin ich noch hängen geblieben. Und wie ich an das Auto rangekommen bin. So, gucken wir mal, ob wir das mit einer Hand hinkriegen. Jawohl. So, hier ist das gute Stück. 4,6 Liter V8, was ich vorhin noch vergessen habe, dass er auch einen stärkeren, also die Polizeiversion neben größeren Kühler, Getriebeölkühler, verstärkten Stoßdämpfer, größere Batterie, hat er auch eine größere Lichtmaschine. Und ja, hier ist das gute Stück ganz schön groß und nimmt ganz schön viel Platz in Anspruch hier. Machen wir das gute Stück wieder zu. Okay, die meisten Fragen von euch, wie bin ich da rangekommen, beziehungsweise was kostet der Spaß? Also ich hatte den ersten Crown Vic hier in Deutschland gekauft, der voll ausgerüstet, der schwarz-weiße vom LAPD, aber sehr auffällig und ja, meine Familie fand das jetzt nicht so witzig und ähnliches und dachte mir, okay, dann holst du dir nochmal einen, der ein bisschen unauffälliger ist. Und ich habe über die ganzen Recherchen ganz netten Kontakt in den USA bekommen, das ist Chris vom East Coast Classics, schaut einfach mal auf seinen Kanal rein, East Coast Classics, er sitzt in Delaware, das ist eine Stunde südlich von New York, an der Ostküste oder 2 Stunden, ganz kleiner Bundesstaat. Und Chris ist, ja, sein Hobby ist auf so Auktionen rumzulaufen, wo ausgemusterte Polizeiautos oder auch andere Dinge versteigert werden. Und ich war mit ihm in Kontakt und er hat dann im Prinzip ein bisschen geguckt und hat dann einen gefunden und hat dann im Prinzip zugeschlagen für mich. Und dann haben wir diesen ganzen Prozess an den Start gebracht. Wichtig ist, ihr braucht Zeit. Wir haben jetzt Mai 2020. Und dieses Fahrzeug wurde gekauft grob im April 2019. Also im Prinzip, bevor ich den... Gut, da kam der Winter dazwischen. Der stand ein halbes Jahr hier in Deutschland in der Garage. Ja. Aber letztendlich braucht er Zeit. Wie war der Prozess? Chris hat das Ding gekauft. Und ich habe im Prinzip, und das ist auch das, was ihr eigentlich nur braucht, mir eine Spedition in Deutschland gesucht. In diesem Fall LPL, Automotive heißen die. Und dann braucht er eigentlich nur noch Geld. Also insofern, die kümmern sich um alles. Chris hat das Ding dann in Baltimore und im Hafen abgegeben. Das kam dann über einen Roll-on-Roll-off-Schiff, also wie so eine Autofähre, die weltweit fährt, um Neuwagen zu transportieren. Man kann es auch im Container transportieren, das wäre etwas teurer gewesen. Und man sagt, die Gefahr, dass irgendwie was kaputt geht oder so bei den Containern, soll etwas höher sein. Ja? Also, wie gesagt, er hat es nach Baltimore gebracht und dann ging das ein. Hier steht sogar noch das Schiff. Hier, wir sehen hier, US Baltimore, hier ist noch der Aufkleber drauf, nach Bremerhaven. Und das war noch, sage ich mal, fand ich ganz witzig, hier den Aufkleber
Das war die ganze Geschichte. Dann kam der Wagen in Bremerhaven an. Dann müsst ihr entscheiden, ob ihr den selber umrüsten wollt, nach deutschem TÜV oder ähnliches. Ich habe mich für so ein Rundum-Sorglos-Paket entschieden. Da brauchst du nur, jawohl, jetzt wird hier mal gehupt. Dann braucht ihr nur im Prinzip der Spedition Bescheid sagen. Die haben so Firmen an der Hand, die die Autos umrüsten. Diese Umrüster holen das Ding direkt am Schiff ab, rüsten den um. Und ich habe mir dann anschließend sogar noch auf einem Truck hier nach Hause fahren lassen. Das Ding war fix und fertig und ich brauchte ihn nur noch anmelden. Ja? So, was kostet der Spaß? Wie gesagt, wenn ihr Details haben wollt, ich habe unter der Rubrik How to import a Crown Vic, habe ich mehrere Videos, erkläre ich so ein bisschen alles im Detail, englischsprachig. Ich sage euch das jetzt nochmal auf Deutsch. Also, interessant ist, wenn das Auto in Deutschland ist, kostet das Vierfache. Das solltet ihr schon mal wissen. Der Wagen hat in den USA $3,000 gekostet. Nein, 3.000 Euro. Ich rechne mal alles in Euro. Ganz grob jetzt mal. Ne? Und das ist eigentlich ein guter Kurs für das Baujahr und auch für die Kilometerleistung. Wie gesagt, 130.000 Kilometer, 80.000 Meilen. Mit weniger Meilen werdet ihr fast keinen finden auf dem Markt. Und dann ist es so, dass diese LPL Automotive, die kümmern sich um alles. Und wenn der Wagen dann in Deutschland ist, dann muss der Wagen verzollt werden. Sonst kriegst du den Wagen gar nicht. Und es ist so, dass du die Mehrwertsteuer bezahlen musst, also 19%. Rechnen wir mal 20, kann man besser rechnen. Und 10% Einfuhrtax. Achtung, auf den Kaufpreis plus den Transportpreis. Das ist das Gemeine. Und je teurer diese Autos werden, je mehr Steuern musst du natürlich in Deutschland zahlen. Ich habe für den Transport und die Versteuerung ganz grob 3.000 Euro bezahlt. Das heißt, der Wagen hat ungefähr 3 gekostet, die Versteuerung hat 3 gekostet und jetzt sind wir schon bei 6. Hat das Ding schon das Doppelte gekostet und du hast den gerade mal vom Schiff gerollt. Ja, das Doppelte vom Einkaufspreis. Und dann ist es so, dass der Wagen praktisch abgenommen werden muss, Einzelabnahme und so weiter. Brauchst unheimlich viel Papiere. Ich wollte mir den Stress nicht angucken oder antun. Und dann kommt eine TÜV-Vorführung und der TÜV findet halt immer was. Ne? Klar, bei uns ist der TÜV etwas strenger als in den USA, wenn es ihn denn überhaupt gibt. In manchen Bundesstaaten gibt es ihn ja gar nicht. In manchen gibt es aber sowas Ähnliches. So, und dann ist es so, dass die Abnahme nach § 21, also Einzelabnahme, kostet so, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, so zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Das ist meistens ein Festpreis. Ja, und dann müssen ja ein paar Umbauten vorgenommen werden. Ja, zum Beispiel die wichtigste Umbautenmaßnahme oder Umbaumaßnahme ist, hier müssen gelbe Blinker rein. Die haben das jetzt mit LEDs gemacht. Das ist ein Spezialumbau von denen. Eine gelbe LED, die so hell ist, dass sie hier durch das rote Licht durchscheint, damit es hier noch original aussieht. Ja? Sonst müsst ihr praktisch die Rückleuchten wechseln. Es gibt in einem kanadischen Modell gibt es welche mit gelben Blinker. Ja, dann muss eine Nebelschlussleuchte rein. Dann müssen wir gelbe Blinker vorne haben. Also es ist ein bisschen was. Ja, und dann kommt es drauf an, und bei dem Wagen hat der TÜV halt moniert, dass die Stoßdämpfer, gut, bei 80.000 Meilen, 130.000 Kilometer im Polizeieinsatz, kann ich mir das schon mal vorstellen, die Stoßdämpfer im Arsch sind. Der Wagen hat rundherum neue Bremsen bekommen mit neuen Scheiben und hat sogar noch komplett neue Reifen bekommen. Also der Wagen ist in einem sehr guten technischen Zustand. Der ganze Spaß hat aber zusammen inklusive der Abnahme dann nochmal 4.500 Euro gekostet. Dann habe ich mir den Wagen noch herbringen lassen. Das waren nochmal 300 oder 400 und ein paar Kleinigkeiten. So, dass wir aktuell ungefähr bei 12.000 Euro stehen für das Auto. Interessant, oder? Ich habe 3 bezahlt und wie gesagt, 12 bist du dabei, wenn du das Auto hier in Deutschland haben willst. Wenn ihr bei Mobile nachschaut, einige Importeure verkaufen diese Modelle mit der Kilometerleistung schon für den Preis ohne die deutsche Abnahme. Und das ist der Kostenkiller, ja? Weil du weißt nie, was der TÜV sagt. Und letztendlich, da können also nochmal mehrere tausend Euro drauf kosten. Also wenn ihr sowas sucht, lasst euch nicht blenden von irgendwelchen Angeboten ohne deutsche Vollabnahme. Was müsst ihr anlegen? Tja, ich habe es schon gesagt. Also ich sag mal so, die Preise steigen. Mein Kontakt hat mir das auch gesagt. Selbst die Einkaufspreise steigen, weil es gibt keine mehr. Wir sind verheizt. Viele werden dort gekauft, noch als Taxi umgebaut, weil sie halt groß sind, weil sie halt einfach in der Wartung sind, weil sie billig im Unterhalt sind, zumindest in den USA. Und darum werden die Preise steigen. Also wenn ihr einen vernünftigen haben wollt, glaube ich einfach, dass ihr mittlerweile zwischen 10.000 und 15.000 Euro anlegen müsst für das Fahrzeug. Gut, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich habe mir den Spaß gemacht. Wie gesagt, das Fahrzeug kommt aus Delaware und ich habe jemanden gefunden in Florida, der so einen Sticker-Shop hat. Und wir sind ein bisschen kleiner als die Originale, also retired
englisch, deutschsprachig berentet, auf gut Deutsch gesagt. Fand ich ganz witzig, außerdem konnte ich die Schatten hier ein bisschen überkleben. Hab dann, wie gesagt, das Spotlight noch eingebaut hier. Das funktioniert auch. Und was gibt sonst zu sagen? Ja, Spritverbrauch, 12 bis 15 Liter, müsst ihr damit rechnen. Mal eher mit 15, wenn ihr ein bisschen drauf tretet. Ansonsten Unterhalt, das Ding kostet, glaube ich, 400 Euro Steuern im Jahr. Und ich bezahle ungefähr 400 Euro Versicherung im Jahr, immer aufs Jahr gerechnet. Ich melde den ja nach einem halben Jahr wieder ab. Also rechnet mal mit 400 Euro, wenn ihr einen Versicherungsvertrag habt, den er schon, ich glaube SF15 oder so war das. Also es war mal ein Zweitwagen. Ansonsten zeige ich euch nochmal, kann euch nochmal den Kofferraum zeigen. Das ist so ziemlich der größte Kofferraum, den ich in meinem Autoleben gesehen habe. Die Amis sagen immer, da passen 4 Dead Bodies rein. Also das ist... ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das ist echt wahnsinnig, was hier reinpasst. Hier ist sogar noch das Kurzzeitkennzeichen von meinem Kumpel Chris aus Delaware. Das ist eine Art Überführungskennzeichen gewesen. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Erwartet kein Technikwunder, das Ding holpert ein bisschen auf der Straße. Aber es ist echt eine imposante Karre. Übrigens 5,35 Meter lang. Ich habe echt lange gebraucht, um eine Garage zu finden, wo der reinpasst. Und hier selbst muss ich das Garagentor schon ein bisschen anquetschen. Ich habe gelesen, in Deutschland gibt es nur noch den Maybach, der soll länger sein. Also da ist schon einiges dran. Ja, gut, ich habe wieder ein paar Sticker draufgeklebt, aber was habe ich noch vergessen? Also ihr könnt natürlich die in der Version auch kaufen und könnt euch dann diese ganzen Lightbars und so nachkaufen. Viele Fragen kommen auch aufgrund der Ramme, die normalerweise bei den amerikanischen Polizeiwagen vorne drauf ist. Vergesst es, die Ramme ist in Deutschland nicht einzutragen, ja? Also hier war, glaube ich, keine drin. Jeder Polizeiwagen ist auch ein bisschen anders ausgestattet. Und übrigens, die Farbe hier, North Sea Blue, passt ja, ne? Bremerhaven kam an, an der Nordsee. Jeder Bundesstaat hat halt andere Farben bei den Polizeiwagen. Viele denken ja, die sind alle schwarz-weiß. Nee, schwarz-weiß hat nur Kalifornien. Und ich glaube noch ein oder zwei Bundesstaaten mehr, das weiß ich jetzt aber nicht genau. Und insofern, zum Beispiel, wenn er aus New York kommt, ist er halt weiß mit blauer Schrift. Ja. Lasst euch übrigens, wenn ihr mal einen sucht, nicht irritieren. Die meisten wollen halt den Schwarz-Weißen haben oder New York, also LAPD für den Schwarz-Weißen oder NYPD als New York. Viele sind in Häkchen gefälscht. Das sind Polizeiwagen von sonst wo. Das wäre genauso, als wenn ich den jetzt umlackiere in Schwarz-Weiß und LAPD draufschreibe. Das erkennt man an dem amerikanischen Fahrzeugbrief, dem sogenannten Title, wo das Fahrzeug wirklich mal zugelassen wurde.